Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier aus unserer neuen Hood. Einer neuen Hood, also hier aus unserer neuen möblierten Wohnung. Da kommt auch noch ein Vlog dazu, wie wir die hier eingerichtet haben. Hat ein bisschen Camouflage-Kissen am Start. Sieht nicht so schlecht aus, ein bisschen weiblich, aber ja, irgendwie trotzdem sieht irgendwie cool aus. So, heute geht es um das Thema, was kann man eigentlich schon machen, bevor man kauft? Und ich fange jetzt mal an mit einer Geschichte, wie es mir so ging. Also ich habe mich jetzt ohne Witz, es ist kein Scheiß, ich habe mich jetzt echt 2 Jahre lang habe ich mich damit befasst mit dem Thema Immobilien. Was ist eine gute Immobilie? Worauf kommt es an? Wie finanziere ich eine Immobilie? Und was für Sachen gibt es da? Was für Strategien gibt es da? Und, aber nie wurde es konkret so. Ich habe viel gelesen, ich habe Videos geschaut, ich habe alles gemacht, außer eine Immobilie mir zugelegt. Irgendwann nach einem Jahr fing es so an, habe ich so überlegt, okay, was kann ich denn machen? Irgendwie habe ich gar nicht so geschnallt, okay, ich kann einfach mal zur Bank gehen und eine Finanzierung anfragen. Das habe ich gar nicht geschnallt damals. Ich habe so überlegt, wie kriege ich da irgendwie was, wie kann ich was machen mit Immobilien? Ne? Dann war so der erste Ansatz, den ich hatte, ich wollte eine Wohnung mieten, eine große, 5 Zimmer oder so, oder 4 Zimmer und 3 Zimmer dann weiter vermieten an Studenten. Und das Ding war halt, dann habe ich Wohnungen gefunden, die eine war okay, die andere auch so. Dann habe ich so 2, 3 am Start gehabt, habe ich mal die Vermieter angerufen, habe gesagt, hey, ich würde gerne die Wohnung mieten. Okay, ja, wann wollen Sie besichtigen? Ja, ich habe da was Spezielles vor, ich würde gerne die untervermieten, die Zimmer. Und das war so der Ansatz, ich habe mit 5 gesprochen vielleicht. Damals habe ich dann 5 Abweisungen bekommen, dann habe ich gesagt, okay, läuft nicht, mache ich nicht. Aber klar, wir haben es jetzt mittlerweile gelernt. Die Gwen hat erklärt, wie es geht. Man muss da einfach dranbleiben. Irgendwann findet man jemanden, der so eine Wohnung dir vermietet. Wenn irgendwie der Boden schlecht ist oder so, du sagst, hey, wir machen eine Ausnahme, ich mache den Boden neu und for free oder so. Ich kann das. Oder du kannst irgendwas anderes, irgendeinen anderen Mehrwert liefern, streichen, irgendwas. Irgendwas fällt einem immer ein. Und dann sagt mal ein Vermieter, ja, wenn man mal mit 50 spricht, bin ich mir hundertprozentig sicher, hätte einer ja gesagt. Ich habe einfach zu früh aufgehört. Ja, das war so das Ding bei mir. Irgendwann kam dann ein Deal und dann habe ich die Immobilie angefragt, wollte sie kaufen und hatte auch eine Finanzierungsbestätigung auf dem Tisch liegen. Ich wusste nicht, Tilgung und so, wie mache ich das? Da war schon eine standardgemäße Tilgung von 4% vereinbart und es hätte mit so einem normalen Mietvertrag, wäre es so ein 0 auf 0 gewesen. So, nicht übel, like, positive Cashflow, aber nicht negativ, so ein 0 auf 0 halt einfach. Dann habe ich mir gedacht, der Deal ist ja gar nicht so gut. Das ist ja voll der schlechte Cashflow. Und dann hatte ich irgendwie Respekt vor dem ganzen Thema, habe mich nicht getraut richtig und habe mich auch nie konkret befasst gehabt, immer nur theoretisch. Und dann irgendwann bin ich zu meinen Kollegen hingegangen, habe gesagt, hey Jungs, wir hatten ja damals ein Startup, das wir jetzt mittlerweile verkauft haben. Hey Jungs, lass es zusammen kaufen. Ich habe eine Immobilie, ich glaube, die ist nicht schlecht, lass einfach mal zusammen kaufen. Dann war das Risiko für mich klein, für jeden war es klein und fertig. Jetzt damals 75.000 Euro die gekostet, die erste Immobilie. So, wir haben 4% Tilgung, 5% oder 10% glaube ich sogar Sondertilgung vereinbart, 1,8% Zinsen circa, das sind ja schon mal 5,8% weg, so fest, immer, monatlich. Und dann war die Rendite, da haben wir so gedacht, 5% kriegen wir raus und dann ist schon tricky. So, ne? So, dann kam es aber so, dass wir die Wohnung halt viel besser vermieten konnten, als eigentlich ursprünglich gedacht und dann war es eigentlich schon ein geiler Deal so. Und es wird auch immer geiler. Jetzt mittlerweile hat sich dort die Vergleichsmiete so hoch geschaukelt, dass es echt ein krasser Deal war damals, der günstige Einkaufspreis. Der Wert hat sich fast, also man kann sie fast fürs Doppelte verkaufen. Ich würde nicht sagen, er hat sich verdoppelt, weil wir einen günstigen Einkaufspreis auch hatten damals. Aber ja, war ein guter Deal. Jetzt das Learning daraus war, ich hätte halt 2% Tilgung machen sollen und Sondertilgung 10% lassen. Dann verpflichtet es nicht zu einer hohen monatlichen Rate, aber wenn du Überschüsse hast, kannst du reinballern. So, und jetzt um aufs Thema zurückzukommen, was kann man denn machen vor dem Kauf, um sich hundertprozentig sicher zu sein, wie man vorgeht, wenn ein guter Deal auf dem Tisch liegt und was für dich ein guter Deal ausmacht? Da musst du natürlich ein bisschen Erfahrung schon mitbringen. Mein Vorschlag an dich, wenn du einsteigen willst ins Immobiliengeschäft und investieren willst, buy and hold zum Beispiel, jetzt eine Immobilie langfristig in dein Portfolio aufnehmen möchtest, dann empfehle ich dir, such mal bei ImmoScout die beste, die du findest. Oder bei ImmoWelt.
oder bei eBay Kleinanzeigen, irgendwo, wo du gerade unterwegs bist. Such die beste, die du findest. Es muss nicht ein kranker Deal sein, es muss nur die beste sein, die du findest. Oder auch in der Zeitung oder im Umfeld deiner Familie. Frag einfach mal ein paar Leute. Irgendeine wirst du finden. Vielleicht wirst du sagen, okay, die ist jetzt nicht so geil, wie ich in den Videos irgendwo gesehen habe oder bei anderen Leuten, aber es ist die beste aktuell. Gib dich damit zufrieden, es ist die beste, weil du wirst sie nicht kaufen. Aber du nimmst die und analysierst sie bis ins letzte Detail. Hol dir alle Unterlagen, hol dir ein Exposé, hol dir Grundbuchauszüge, hol dir Energieausweis, hol dir Mietverträge, wenn es vermietet ist, hol dir alles, was der Verkäufer oder der Makler dir geben kann. Und dann geh damit mal zur Bank. Frag mal eine Finanzierung einfach nur an. Bei deiner Hausbank am besten, die wissen, wie du wirtschaftest und die können dich am besten einschätzen. Und frag die einfach mal nur an. Sag, hey Bank, ich möchte gerne ins Immobiliengeschäft einsteigen, würde mir gerne eine Immobilie kaufen, langfristig als Investment die zulegen und die Mieterträge komplett zum Tilgen dieser Immobilie nutzen. Und ja, hier habe ich schon ein Beispiel, was ich mir vorstellen könnte zu kaufen. Und daher bitte ich um Prüfung. So, dann gibst du die Unterlagen an der Bank, die Bank wird prüfen, wird von dir Unterlagen verlangen, deinen Bonitätsnachweis, deine Gehaltsabrechnung und so, die muss man in der Regel ja nicht abgeben, wenn man keine Kredite hat, aber die werden es dann wollen. Dann gibst du die einfach hin, alle Unterlagen, du durchläufst mal den Prozess bis zur Unterschrift, dass du ganz genau weißt, okay, Darlehensvertrag liegt vor und ich könnte jetzt unterschreiben und den Deal fix machen und beim Verkäufer halt auch quasi einen Notartermin halt einleiten. Und wenn du es soweit hast, dann weißt du, okay, der Prozess, der erstmalige ist durch bei der Bank, ich bin ready to buy. So, wenn du ready to buy bist, dann kannst du, wenn es echt, vielleicht war es ja schon ein geiler Deal, den du gefunden hast, dann kaufst und guck, dass du auf jeden Fall einen positiven Cashflow hast, aber ganz wichtig, Augen auf beim Immobilienkauf und richtig gut analysieren, dass nicht irgendwie was Schlechtes drin ist. Also Rücklagen müssen passen und sonst was. Da gibt es echt viele Sachen, die man beachten muss, wenn du die alle geprüft hast. Kannst du schon zuschlagen, ja. Also ich hätte früher gekauft jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, und deswegen gebe ich das als Learning mit, wenn man jetzt zum Beispiel junger Ingenieur ist, so wie ich es damals war, und ein hohes Bruttoeinkommen hat und kauft sich eine Immobilie mit 5-6% Rendite in einem guten Haus, muss kein Neubau sein, also im Neubau kriegt man so eine Rendite nicht, in einem guten Haus, dann kann man da nicht viel falsch machen, weil du hast ja zusätzlich die Mieteinnahmen, die quasi den Kredit bedienen. Wenn du halt eine Wohnung gekauft hast, wo die Mieteinnahmen die Kreditbeträge tilgen, dann bist du schon sauber unterwegs, weil ich habe dann mir überlegt, okay, wer ist denn schlechter dran als ich? Dann guck dir mal die ganzen Eigenheimkäufer an. Also nach dem Studium, so viele Leute kaufen sich ein Haus als Eigenheim. Und denken, oh, das ist das Investment meines Lebens. Aber null ist das. Das ist kein Investment. Das ist eine Verbindlichkeit, weil es zieht dir einfach Geld aus der Tasche. Jeden Monat musst du zahlen. Wenn die Dusche kaputt geht, bam, neue Dusche. Wenn die Heizung kaputt geht, bam, neue Dusche. Alles vom Nettoeinkommen. Wenn du aber eine Wohnung kaufst, als Kapitalanlage, die vermietest und da geht was kaputt, Heizung, bam, du musst zahlen, aber kannst es von der Steuer absetzen. Das heißt, du musst quasi nicht vom Netto zahlen, sondern du zahlst von deinem Brutto und du minderst damit dein zu versteuertes Einkommen. Das darfst du als Vermieter, aber als Eigentümer darfst du es nicht. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn und es ist auch nicht so schlimm, wenn man da eine Rendite von 5-6% kriegt und den Prozess mal durchlaufen hat und dann richtig ready ist und ganz genau weiß, wie es läuft, das einfach mal zu machen. Also ich bin so der Meinung, man sollte einfach mal machen und ein bisschen auch ein Risiko eingehen und einfach sich aber auch klar der Sache bewusst sein, aber mal draufhauen. Viele Leute, die auf mich zugehen, sagen, hey, ich weiß nicht, wie meine Finanzierungssituation ausschaut, ob ich überhaupt eine Finanzierung bekomme, bin mir nicht sicher und vielleicht schaffe ich eine Finanzierung, vielleicht kriege ich eine, ich weiß, wie viel kann ich denn überhaupt finanzieren? Kommt ganz drauf an, was für ein Objekt das ist. Deswegen befolge einfach meinen Rat, den ich dir davor gegeben habe. Nimm ein konkretes Objekt, geh zur Bank, frag's an und be ready for the buy. Dass du einfach bereit bist, wenn's ernst wird, dass du direkt zuschlagen kannst und schnell eine Finanzierungsbestätigung bekommst beim zweiten Mal, weil die Bank weiß dann auch schon, okay, wie weit können wir gehen bei dieser Person. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann müssen die es erst noch abchecken und du kannst nicht anrufen und sagen, hey, ich brauche eine Finanzierungsbestätigung über den Betrag. Wenn du gebrieft bist, geht das. Und in diesem Sinne
wünsche ich dir ganz viel Erfolg und beim Suchen von deinem Investment, bei dem ersten und beim Bankgespräch natürlich auch. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte und freue mich aufs nächste. Mach's gut und bis bald.